Hi ihr Süßen, herzlich willkommen zurück bei Fallout 3. Wir haben das letzte Mal mit Three Dog geradet und sind bis zum Sendeturm der Galaxy News Radio Station vorgedrungen. Ja, und haben von ihm einen Auftrag bekommen. Wir wollen wissen, wo unser Vater ist, und er will aber, dass wir vorher das Technische Museum finden und da irgendwas machen. Hab ich auch nicht mehr im Kopf, aber... ist ja auch egal. Das wird sich ja noch herausstellen. Ganz süß ist aber auch, das wollte ich nicht, sorry, dass wir ihm hier beim Schlafen zusehen können. Arr, oh yeah. Scherz. So, dann machen wir uns mal auf den Weg. Die Quest ist markiert. Vielleicht findet man hier irgendwie noch was Interessantes. Ich bin mir auch nicht sicher. Auf jeden Fall. Altmetall, aber das müssten wir klauen. Das will ich nicht. Weil wir wollen... Ich will ja vorwiegend gutes Karma haben, auch wenn es mir eigentlich egal ist. Und hier ist noch ein Erste-Hilfe-Kasten, alles klar, nichts Interessantes. Wir schreiten voran. Wir schreiten voran, indeed we do. Okay. Wie komme ich hier raus? Ich will hier raus. Ein Ladebildschirm. Ja, ich hoffe, euch gefällt wieder, dass wir regelmäßig... What the fuck? Where am I? Achso, ja, hier ist es, die Bruderschaft des Popos. Sollen die Ausgestoßenen mal nachmachen. Ja, gut, danke. Ihr seid süß. Wieder ein bisschen regelmäßiger Fallout. Das gefällt euch hoffentlich. Auch Beyond Two Souls wird weitergeführt. Alles ist im grünen Bereich. Und auch für die... deutschen Viewer, die sich auch meine englischen Pokémon-LPs ansehen. Da wird auch mal was Deutsches kommen in naher Zukunft oder in ferner Zukunft. Mal gucken. Ich mache die ja so ein bisschen immer, wenn ich gerade nichts von der PS3 aufnehmen kann, weil ich irgendwie wegen der Uni woanders bin oder einfach nicht viel Zeit habe, hier mein Setup aufzustellen. Das sollte jetzt mit dem neueren Setup wohl funktionieren. Also einfacher gehen. Sorry. Und ja. Hier sind noch die ganzen Mangos von eben, die wir, die Mutanten, Supermutanten, die wir erledigt haben. Wo the fuck muss ich jetzt überhaupt hin? Ich bin auch wieder nicht wirklich auf der Höhe. What the? Dahin muss ich. Ach so. Was ist denn das denn jetzt hier? Dukovs. Muss ich da mit irgendwem anders hin, oder folgen die mir? Sorry Leute, ne? Ich gehe nochmal eben kurz zurück, das schneide ich wahrscheinlich auch raus. Hier liegt da der dicke Mann, Supermutant Behemoth, so heißt er. Oh, ja, da können wir nicht durch. Die ist verschüttet. Gut, dann müssen wir wohl doch hier lang und ich schneide wahrscheinlich einen Teil davon raus. Ich meine, warum nicht, ne? Warum nicht? Aha. My humps, my lovely lady lumps. Check it out. I drive these fuckers crazy. I do it all daily. Ja. Das macht sie wohl, die... die Dame von den Black Eyed Peas. Namen ich auch vergessen habe. Super. Fergie Ferg, genau. So. Ah, ich hasse sowas. Muss ich jetzt hier wieder... Moment, wo... Jetzt bin ich kurzzeitig... verwirrt. Oh Gott, ich muss das wirklich rausschneiden, bis ich den Weg finde. Oh, what the fuck is this? Bin ich jetzt... Richte ich? Ja. Doch, ich glaube schon. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Ist hier noch was drin? Mülleimer? Ja, nee. Ach du komm, kann ich doch mitnehmen. Es verkommt ja nicht, wird ja nicht schlecht, ne, dieser Wunderkleber. Den ziehe ich mir nachts nur in kalten Nächten im Ödland durch die Nase, weil ich sonst dieses Leben nicht aushalten würde. Das ist übrigens mein Geheimnis, warum ich als Fallout Man, ich als Liam Neeson der Zweite, so gut mit all diesem Horror und dem Verderben, dass ich mir hier bietet, überhaupt klarkomme. Ja.
anders ohne meinen Schnüpfkleber, genau, könnte ich gar nicht in dieser Welt, könnte ich meinen Vater, würde ich gar nichts mehr machen wollen, sagen wir es mal so. Chevy Chase East? Oh, also ist das hier wohl die neue Metro, die wir entdecken sollen? Cool. Pixeliger Gitterzaun? Sehr gut. Ach, ach, ach. Diese Ladezeiten. So. Ne, das Snipergewehr. Ich habe die ja letztes Mal auch alle equipped hier, ne? Genau. Wir haben jetzt hier, genau. Super. Brauchen wir hier mit dem Gewehrchen weiter. Nuka-Cola. Immer willkommen. So. Oh Gott. Bist du ja schon. Wilder Ghoul. Und tschüss. Ich liebe diese Zeitlupen. Harmonika. Hallo Harmonika. Wir brauchen die Haarklammern. Vor allen Dingen. Komm. Aua. Hallo. Das hätte weitaus einfacher gehen können. Nun ja. Hätte ich einfach wieder auf Epic Slow-Mo gemacht. Ist da hinten noch irgendwas? Oder nur verschütteter Shit? Der Shit ist. Nichts. Alles klar. Sorry, ich wollte nur mal checken. Hier geht's hoch. Ich will da aber noch gar nicht hoch. Ich will etwas erkunden. Das ist mein Let's Play, okay? Sag mir nicht, was ich machen soll. Ich kann machen, was ich will. Wenn ich erkunden will und will, dass in diesem Part wieder nichts passiert, dann ist das halt so. Da kommt wieder so ein Fucker entgegen. Ich seh's doch schon kommen. Wo bist du? Da. Surprise, surprise, Arschgesicht. Geil. Ja, ja, du kommst auch noch dran. Wo ist er? Die klingen mal so ein bisschen wie Zombie-Hunde. Ching. Ach, Fallout, du wärst nur halb so lustig. Wenn du geschnitten wärst, wenn ich die deutsche USK-Version spielen würde, wärst du nur halb so lustig. Aber auch lustig. Was weiß ich. Ich hab's nie gespielt, also ist mir jetzt auch egal. Das ist ja auch an sich schon ein ziemlich geiles Game. So, hier kann man sich wahrscheinlich endlos verlaufen. Nur, dass ich mir merke, dass ich da unten weiter lang gehen sollte. Was kann man denn... Wo geht's denn hier lang? Vernon Square. Wo befinde ich mich denn gerade? Aber ich glaube, es bringt wirklich nichts, auf die Karte zu gucken, wenn man... Ja, nee, das bringt nichts. Ach Quatsch, wenn wir es jetzt schon entdecken können, dann können wir da auch schnell hinreisen. Das ist alles praktisch. Dann gehen wir mal eben raus in Vernon Square, dann gehen wir wieder rein, ne? Leute, ist doch nicht so schlimm. Ihr seht ein bisschen mehr von der Spielwelt, vielleicht nicht so viel von der Story jetzt in diesem Part, aber hey, ich versuche mein Bestes für euch. Die Gäste. Qualität. Oh Gott. Super Mutantenbiest. Niemals wirst du mich besiegen. Scheiße, bist du scheiße. Dick gepanzert. Zack. Und tschüss. So. Das war unnötig dramatisch. Gut. Ich verpiss mich dann mal wieder. Gut, dass wir das entdeckt haben. Immer kurz aus dem Metro raus. Schnell einen Supermutantenbiest erledigen und dann wieder rein. Ne? So läuft das hier. So muss das. Ja.
Wo geht's hier noch lang? Wenn wir schon haben, können wir ein bisschen erkunden, ne? Können Sie ein bisschen erkunden. Ist ja kein Problem. So. Mehrere Nuka-Cola, sehr gut. Ach, hier geht's auch noch hin. Sapalot. Hier gibt's ja Ausgänge. Dupont oder Dupont Circle? Eins von beiden. Mit dem extra leise Laufen halten Sie 10 Punkte für das Schleichen. Das Laufen wirkt sich dann nicht mehr nachteilig auf den Erfolg eines Schleichversuchs aus. Krass, krass, Alter. Krass, Bruder. So. Ja, hier ist auch nichts los. Wo befinden wir uns hier? Ach, warum drücke ich immer auf Start? Ich bin so im Mass Effect-Modus. Warte mal. Hä? Georgetown West? Wir müssen doch ins technische Museum, oder nicht? Ach so. Wahrscheinlich da wieder rein, oder? Ach, keine Ahnung. Ich loote jetzt erstmal den Verkaufsautomaten. Ja, fuck it. Ich gehe wieder rein. Auch wieder ein schöner Abstecher. Wahrscheinlich besteht diese Episode so zu ungefähr 20% aus Ladescreens. Ist aber auch okay. Ist ja nicht so schlimm, ey. Nee. Auch dich habe ich gar nicht gesehen, Süßer. Nickst du so rum mit deiner Rüstung. Jetzt bin ich wieder überladen. Super. Waffen. Argflinte reparieren. Sturm. Oh, wir haben viel zu viele Sturmgewehre. I tell you. Wir sind viel zu viel. Viel zu viele Sturmgewehre. Und meine Rüstung wieder aufrüsten. Super. Und diese Lesebrille können wir auch mal loswerden. Irgendwie Hilfe. Was können wir denn essen hier? Ameisenfleisch. Blähfliegenfleisch. Hundefleisch. Cram. Nein, warum habe ich den Buffer genommen? Oh, ficken. Ich habe mich doch gerade erst heilen lassen. Beziehungsweise bin gerade erst auf Entzug gewesen. So. Passt. Geht sie wieder runter. No more erkundigen. No more erkundigen. Ja, und damit würde ich sagen, solange wir uns noch in dieser ominösen, dunklen, ominös ist mein Lieblingswort in den letzten Parts gewesen, irgendwie, keine Ahnung, solange wir uns noch in dieser gruseligen Metro befinden, einer der zahlreichen Metros of Washington, wir sagen, danke fürs Zusehen. Wenn euch die Episode gefallen hat, könnt ihr liken, könnt ihr gefällt mir drücken. Liken, gefällt mir ist dasselbe, egal. Kommentar da lassen, irgendwas. Vielleicht sogar abonnieren, aber hey. Wenn es euch nicht gefallen hat, scheiße gelaufen, ne? Wenn es scheiße läuft, läuft scheiße, das hat der Oli Khan schon gesagt. Unser Titan. Macht's gut, hab euch lieb, ihr Süßen. Tschüssi.